Hallo Eisenbahnfreunde, das Jahr neigt sich mal wieder dem Ende und es wird Zeit, einen Jahresrückblick zu präsentieren. Hiermit präsentiere ich euch den ersten Teil meines Jahresrückblickes 2021 und wünsche euch nun viel Spaß dabei. Das war doch ein Highlight für heute. Thank you.
Busfahrt des Flixtrain Richtung München über Würzburg. Danke an den TF für den Gruß und schöne Grüße zurück. Das war mal das Highlight des heutigen Tages. Zweimal Baureihe 243 oder ehemals 143 oder vielmehr jetzt 143 der ehemaligen Deutschen Reichsbahn. Die Güterstrecke scheint wieder eröffnet zu sein zwischen Aschaffenburg und Würzburg. Hier gab es eine Sperrung auf dem Streckenabschnitt von Karlstadt über Veitshöchstheim, Würzburg-Zell wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe. RTB Cargo mit extrem leise laufenden Autotransportwagen.
Bitte steigen Sie ab. Vorsicht an der Tür. Nach über einer Stunde Warten hat die 181-213 der SEL endlich Ausfahrt bekommen. Thank you.
2x111 mit ihren Dostos Richtung Augsburg. Und eine V100 Ost. ICE in Regenbogenfarben. Danke an den TF und schöne Grüße zurück, wenn er das Video sieht. Danke an den TF und schöne Grüße zurück. Und wieder eine 111 Richtung Augsburg. Das war mal ein kleines Treffen der Generationen. Das nenne ich doch mal ein Gespann. Ein ICE vorne gezogen von einer 218 und hinten nachgeschoben von einer 185. Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schreiben heute den 9.09.2021 und befinden uns auf dem Würzburger Hauptbahnhof. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wir schauen mal, was wir heute alles zu sehen bekommen.
Eben sahen wir die Ausfahrt des FLX, des Flixtrain nach München. So, liebe Eisenbahnfreunde, nun kommen wir zum Ende des ersten Teils des Jahresrückblicks 2021. Ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Empfehlt meinen Kanal weiter, teilt das Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zum zweiten Teil wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund, euer Andreas L.